Herzlich willkommen im Podcast Nummer 1. Im allerersten Podcast, heute zu Gast Claudia S. aus Berlin. Und ich freue mich sehr, dass du hier bist, dass du dir Zeit nimmst, um mit mir mal etwas ins Gespräch zu kommen über die Zusammenarbeit, also über unsere Zusammenarbeit. Und vielleicht stellst du dich einfach mal unseren Zuhörern, unseren Zuschauern vor. Also, ich bin die Claudia Schmutzler und ich bin nicht nur eine Frau von zarten 56 Jahren, wie der liebe Volker schon mal mir behilflich gewesen ist, als wir da was geschrieben hatten für mich und über dieses Mittelalter wegkommen wollten, beziehungsweise ich wollte das. Und ich bin Schauspielerin und ich bin Coach und ich bin vor ungefähr, naja, mehr als einem halben Jahr jetzt in die Hände des Volker gelangt. Jetzt muss ich mal wieder aufsetzen, sonst sehe ich dich nie, Volker. Und darüber bin ich sehr glücklich. Ja, ich auch. Dazu kommen wir gleich nochmal. Dann beschreib doch mal die Ausgangssituation, also die Situation, in der wir aufeinander getroffen sind. Was waren so die aktuellen Herausforderungen damals? Ja, beschreib doch einfach mal. Was war Also da ich los? hatte ein sehr turbulentes halbes Jahr schon hinter mir, im privaten als auch beruflichen Bereich. Und im Mai saß ich dann da und dachte, ey, Claudia, komm, jetzt musst du mal wieder in die Puschen kommen. Mir gefiel viel nicht in meinem Leben, obwohl ich es immer sehr positiv sehe, aber ich hatte das Warten satt, zum Beispiel, ne? Also das Warten auf Aufträge, das Warten auf Menschen, die von außen auf mich zukommen und sagen, hier Claudia, du bist ja großartige Schauspielerin, machst das jetzt auch schon 30 Jahre, komm doch mal, wir haben eine tolle Rolle für dich und Hollywood ruft an und ich muss alles halt absagen, ne? Also ich muss Hollywood absagen einfach, weil ich so zugedonnert werde mit Aufträgen. Ja, dem war aber nicht der Fall. Deswegen schaute ich mich um und dachte, okay, du kannst ja auch noch, du hast ja auch noch das Coaching auf deiner Platte. Ich habe mich vor 2 Jahren, 3 Jahren mal so ein bisschen weitergebildet im neurolinguistischen Programmieren, kurz NLP. Das hat mir sehr viel Freude und Spaß gebracht. Damit habe ich bestimmt ein halbes Jahr zugebracht und wollte mich damals auch schon da so ein bisschen mehr aufstellen. Ist mir aber nicht gelungen, weil das Leben dazwischen kam und so weiter. Und also lange Rede, kurzer Sinn, es kam nichts von außen auf mich zu und sowas. Also ich möchte das nicht gerne, dass ich abhängig davon bin, dass was von außen auf mich zukommt. Also das kann ich überhaupt nicht leiden, die Warterei. Ich bin ein Mensch, der muss selber losgehen und sagen, so und jetzt mache ich das und mache ich das und mache ich das. Sprich, ich habe mich sehr unwohl damit gefühlt, dass mein Potenzial hie wie da nicht abgerufen wurde. Und ich saß da und dachte, so, was jetzt? Dann habe ich verschiedene Fenster aufgetan und es hat mich alles nicht so richtig angelacht und überzeugt. Ja, du musst Ja, weiter würdest Fragen du stellen, sagen, glaube dass ich. du sehr stark sagen, damit beschäftigt warst? Also du hattest einerseits natürlich den Wunsch nach Unabhängigkeit und andererseits also ein großes Potenzial, kann ich mich erinnern. Als wir das erste Mal miteinander gesprochen haben, war das hier auch ein Feedback von mir, was ich dir gegeben habe. Du hast sehr viel Erfahrung als Schauspielerin, bringst du mit. Du hast dich schon auf den Weg gemacht, hast eben diese Coach-Ausbildung gemacht, hast dir auch schon als Coach gearbeitet sozusagen. Aktiv und trotzdem war da sozusagen, ja, sagst, es hat dich nicht angelacht. Kannst vielleicht mal ein bisschen schärfer ziehen, sozusagen, also den gefühlten Zustand, sag ich mal. Also, ich hatte ja damals dieses Bild, man sitzt an einem gedeckten Tisch, also es ist ja mein eigenes Bild, man sitzt an einem gedeckten Tisch, aber es kommt niemand, sozusagen, der von den Speisen, die man da fürsorglich zubereitet hat, probieren will. Wie war das bei dir? Was ist so dein Bild gewesen für für deinen inneren Zustand? Ich habe 100.000 gute Ideen. Jeder, der mich kennt, weiß auch, dass ich durch die Welt laufe und ich habe immer was zu tun. Also langweilig war mir nie und ist mir bis heute nicht. Und wie du schon sagst, mir hat das Bild damals auch sehr gefallen. Ich bin eh ein sehr visueller Typ. Dieses, guck mal, was du alles kannst. Du hast den ganzen Tisch voll stehen mit deinen Fähigkeiten. Das war mir schon auch bewusst. Und was mir immer mehr oder immer weiter bewusst wurde, war, dass ich
Ich bin einfach nicht dran geblieben, ne? Obwohl ich wirklich ein disziplinierter Mensch bin. Und wenn ich eine Dispo vom Film gekriegt habe und da meinen Drehtag machen sollte, also das hat immer geflutscht, ja. Ich wusste immer genau, was ich machen sollte. Aber wenn ich meine eigenen Ideen vorantreiben sollte, bin ich irgendwann immer stecken geblieben. Da kam das Leben dazwischen mit den privaten Anforderungen. Dann kam mal ein Drehding, was ich machen durfte. Dann kam mal eine Coaching-Anfrage und so weiter. Und schwupp, sind schon wieder 4 Wochen vergangen und von dieser Emotion, die ich hatte, zu dieser Idee, die ich hatte, und ich hatte viele Ideen, ist dann halt nicht mehr so viel übrig geblieben, weil ich weiß ja auch, dass das eins baut aufs andere auf. Das reicht halt nie, dass man das macht oder das macht oder das macht, sondern das muss ja weitergehen, damit es dann auch Früchte trägt. Und ich habe mich von mir selbst und vom Leben ablenken lassen und das war nicht schön. Deswegen hat das mich auch wahnsinnig getriggert, als du das gesagt hast, guck mal, der ganze Tisch steht voll und was willst du eigentlich damit? Du kannst so viel, ne? Und ich wusste nicht wie. Ich wusste tatsächlich, also ich wusste schon wie, dass ich einen Schritt nach dem anderen gehen muss, aber ich wusste nicht, wie ich dem Leben sozusagen entkommen sollte. In dem Sinne, dass ich mich nicht mehr davon ablenken lasse, weil das hat ja einfach berechtigt seine Herausforderungen, ne? Und die ich ja natürlich auch gerne erfüllen möchte. Ich bin ja auch Mutter von 2 Kindern, die sind zwar schon groß, aber kleine Kinder kleine Sorgen, große Kinder große Sorgen. Ne? So. Ja, da können wir beide ein Lied von singen, glaube ich. Können wir beide, Und ja. wenn du dich erinnerst, aus heutiger Perspektive, vielleicht gibst du uns noch mal ein Beispiel dafür, sozusagen, was jetzt der größte oder was in der Rückschau vielleicht so der größte, was dich am meisten ausgebremst hast. Hast du da sofort ein Beispiel? Also, na klar, die Ablenkung, die Verführung ist ja immer sehr groß, aber was würdest du aus heutiger Perspektive sagen, was ist der stärkste Verhinderer sozusagen, dass man dranbleibt an einer Idee? Weil, du hattest ja schon gesagt, es gibt verschiedene Ansätze, gab es, du hast auch die Voraussetzungen dafür, also die sogenannten Skills, die stimmen eigentlich, aber man steht da eben, will ein neues Gericht ausprobieren und dann fängt man an, die Zwiebeln zu schneiden oder den Apfel zu schälen, sage ich mal, und guckt ins Kochbuch oder vielleicht hat man gar kein Kochbuch. Also, was würdest du sagen, was hat dir gefehlt? Haben dir die Zutaten gefehlt oder hat dir das Kochbuch gefehlt? Was wäre da, wie würdest du das empfinden oder wie würdest du das beschreiben aus heutiger Perspektive? Aus heutiger Perspektive würde ich tatsächlich sagen, dass ich nicht 100% an verschiedene Dinge geglaubt habe. Ja? Also ich habe geglaubt, das schaffe ich sowieso nicht, ganz tief in meinem Inneren. Ne? Ich weiß, ich kann losgehen und ich bin echt ein Macher und ich habe 100.000 Ideen, ich habe auch das Handwerkszeug. Aber ich habe tief in mir drin das gar nicht für möglich gehalten, dass ich über eine ganz lange Zeit, und es braucht eine lange Zeit, um zum Beispiel ein neues Business zu entwerfen und dann auch an den Start zu gehen und es auszuführen. Ich habe ganz in mir drinne nicht diesen Selbstwert tatsächlich gehabt, den es dazu gebraucht hätte. Also sonst hätte ich Ja. es ja gemacht, wenn ich das gehabt hätte, ne? Und hast du das Gefühl, dass auch sozusagen, dass die Umgebung oder sagen wir mal, die Blase, jeder von uns befindet sich ja in einer Blase in gewisser Weise, die einen in einer größeren Blase, die anderen in einer kleineren Blase, die einen in einer roten, die anderen in einer grünen, die vierten in einer gelben Blase. Hast du auch das Gefühl gehabt, dass sag mal, die Verhinderung auch darin besteht, dass man mit einer Idee rausgeht oder sich jetzt mal traut, okay, ich mache mich jetzt mal öffentlich damit, mit so einer, ja, mit so einem Pflänzchen. Und dann kommt gleich mächtig Gegenwind von Leuten, die eigentlich, ja, also die einem erstmal so als Freunde, als Familie, als Bekannte, als Kollegen irgendwie sagen, ja, komm, lass es sein, hat eh keinen Sinn, gibt's schon, ja, kennst du mein Argument, ja, Bäcker gibt's auch schon, aber trotzdem kann es sinnvoll sein, eine Bäckerei zu öffnen, wenn der Bedarf da ist eben. Also ist das auch eine Erfahrung, die du gemacht hast, so an die du Jetzt dich erinnerst vielleicht? Nee, im Laufe vorher, also unseres weil du ja gesagt Prozesses, hast, also weil wir vorher? noch im Ding sind, dass du Ach sagst, so, ah ja. Ja. war es wirklich nur in dir sozusagen etwas, was dich selber, du hast dich selber zurückgehalten oder hast du dich schon mal versucht, Ja. mit so einem Pflänzchen rauszutrauen und dann sind gleich ein Ja, paar Leute ja. drüber getrampelt und dann war Feierabend? Nee, so leicht lasse ich ja nicht über mich trampeln. Aber also der größte Verhinderer war tatsächlich ich selbst. Und es kommt natürlich immer von außen zu, zum Beispiel so eine lapidar formulierte Frage wie: Ach, bist du jetzt auch keine Schauspielerin mehr oder was?
Ne? Also sowas, wo so eine kleine Empörung dann hochsteigt, wo man sagt, ja, Entschuldigung, wieso? Also ich bin freischaffende Schauspielerin und wenn ich mich da weiterentwickle, und das hat ja auch ein bisschen oder sehr viel sogar mit meinem studierten Beruf zu tun, dass man sich in Menschen reinversetzen kann, denen weiterhilft und so weiter als Coach. Das hat mich schon so ein bisschen getriggert, abgehalten, hätte es mich jetzt nicht, aber vielleicht auch, weil ich gar nicht so weit rausgegangen bin. Ich habe so ein paar Sachen gemacht, Seminare für Körpersprache, Stimme, Wahrnehmung, und ich habe auch mich schon so ein bisschen im Live-Coaching ausprobiert. So, da bin ich immer auf positive Resonanz gestoßen, tatsächlich. Also das war Gott sei Dank bei mir nicht der Verhinderer. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es für andere Menschen deutlich dann nochmal schwerer ist. Aber vielleicht habe ich da auch einfach zu wenig Erfahrung drin, weiß ich nicht. Und es war eher sozusagen auch eine Situation, wo man gesagt hat, okay, es ist so eine Art Bauchladen. Also ich bin eben, ich kann das, und wenn ein Drehtag reinkommt, mache ich das, und wenn eben Coaching reinkommt, Genau, mache ich das. genau. Aber es war eben jetzt nichts, was man gemeinhin als Business bezeichnet, dass man sozusagen selber etwas kreiert, für sich selber etwas findet, was dann sozusagen wirklich trägt. Also, sondern es sind eben so sporadischer. Also bei mir war das ja früher, du kennst ja meine Geschichte auch. Eben, okay, ich habe mal eine Webseite gemacht, mal einen kleinen Auftrag, mal einen mittleren, mal einen großen, und dann hat man mal einen Fotoauftrag, da fotografiert man mal eine Hochzeit und dann fotografiert man mal ein Schauspielerporträt, aber letzten Endes ist man sozusagen so eine Art ja, Dienstleister, tanzt auf vielen Hochzeiten im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Ja, und vor allen Dingen die Art und Weise, wie ich getanzt bin. Also so dieses, ich habe mich tatsächlich verzettelt. Ne? Also ich dachte dann, oh, jetzt mach's mal wieder da. Ne? Und dann habe ich meinen Schwiegersohn gebeten, mir mal beim Flyerentwurf zu helfen. Ich habe diese 1000 Flyer, da sind vielleicht 50 weg, die habe ich immer noch in meinem Schrank. Ja? Also weil ich einfach dann das nicht weiter ausgeführt habe, die tatsächlich an den 5 Stellen auszulegen, die mir da in den Sinn kamen, stand mir auch der Glaubenssatz im Weg. Ich habe sowieso keine Ahnung von Markt. Ne? Dann kam wieder von außen irgendwie sowas wie, na, wenn du das so und so machst, dann spricht sich das schon rum und so. Dann habe ich ein bisschen rumpräkrastiniert. Dann habe ich gedacht, so, jetzt musst du mal einen Raum suchen. Dann war ich da, wo dieser Raum ausgeschrieben war. Dann stellte sich raus, nee, das geht alles gar nicht, weil das wäre ja dann viel zu laut, was du machst. Und da waren lauter Psychotherapeuten überall mit im Haus und so. Es hat aber schon wieder einen ganzen Tag gefressen. Ne? Und dann musste ich mir erstmal wieder erholen davon. Dann brauchte ich im Nachgang die Erkenntnis, ja, wie willst du es dann machen? Dann kam wieder eine andere Arbeit rein. Da hatte ich das schon wieder vergessen. Ups, war es schon wieder 4 Wochen her. Naja, nee, so funktioniert das nie. Dann müsstest du das mal von Grund auf. Aber vom Grund auf hast du ja gar keine Ahnung. Und Markt kannst du sowieso nie, und du hast kein Verständnis. Und ach, was ganz schlimm ist, das Technische geht ja bei dir gar nicht. Ne? Also jedes Mal, wenn ich irgendwo drauf gedrückt habe, habe ich meine Kinder totgelacht und gesagt, hast du schon wieder ein Abo abgeschlossen? Ne? Super. Ne? Diese Dinge. Ich habe mich verzettelt und verzottelt mit meinen Fähigkeiten. Und ja, das war schade. Und diesen Zustand wollte ich auch nicht mehr. Ich würde gerne nochmal auf die Glaubenssätze zurückkommen, weil das war ja so ein bisschen der Einstieg, sagen, in deine Geschichte oder in das, was dich am meisten, also was du beschrieben hast, das, was dich jetzt tatsächlich am meisten ausgebremst hat, in der Summe, sage ich mal. Und interessanterweise, oder ja, was heißt interessanterweise, es ist ja der Grundbaustein sozusagen von unserer Zusammenarbeit, das ist ja die Stufe Nummer 1. Und beschreib doch mal, hat dich das jetzt überrascht, dass es nun genau damit losgeht? Also Phase 1, Glaubenssätze prüfen, ja, alte Glaubenssätze, negative Glaubenssätze, auch positive Glaubenssätze befragen oder Glaubenssätze, die mir mal geholfen haben aus der Vergangenheit in einer bestimmten Situation, das eben wieder zu aktivieren. Wie hast du so den Zugang gefunden oder so den Einstieg, und wo war dann der Punkt für dich, wo du gewusst hast, ja, okay, das ist jetzt genau das, was mir eigentlich gefehlt hat die ganze Zeit? Das waren jetzt mehrere Fragen. Also gleich mal zur ersten Also, Frage. die erste Frage war ja, wie ich das fand mit den Glaubenssätzen, ne? Genau, also hat dich das überrascht oder war das gleich so ein Aha-Effekt, dass du gesagt hast, ah, guck mal an, ja. Das ist ja der Wahnsinn, dass jetzt nun genau das, was mich die ganze Zeit blockiert, dass nun das die erste Stufe ist, die man hier nimmt, sozusagen in der Zusammenarbeit. Also sagen wir mal, das war ja jetzt in dem Sinne nicht die neue Erkenntnis, aber das Wording, dass das wieder
nach oben gekommen ist einfach. Das war einfach nur mega schön. Das war ja auch bei unserem ersten Gespräch so, wo wir beide festgestellt haben, oh Gott sei Dank, wir sprechen die gleiche Sprache. Und ich glaube nicht nur, weil wir aus dem Schauspiel kommen beide, sondern weil wir in der Entwicklung, wir hatten das alle, also auch du hast ja gesagt, du hast das schon alles durch dein großes Coaching dann schon mal gehört und so, ne? Für ganz viele ist ja dieses Substantiv Glaubenssatz ganz neu. Da muss man erst mal erklären, was das ist. Und ich hatte mich ja schon lange, bevor ich die Coaching-Ausbildung gemacht hatte, hatte ich mich mit Spirit beschäftigt, mit verschiedenen Glaubensrichtungen und so weiter und so fort und fand das mega spannend und interessant. Und für mich war es einfach nur total schön, erstens, dass wir eine gleiche Sprache sprechen und zweitens natürlich, dass das dann auch noch gleich mit Glaubenssätzen losging. Da konnte ich alles wieder hochbringen, lebendig machen, was eh schon da war, aber nur gepennt hat, ne? Was war die zweite Frage? Die zweite Frage war, also wo war dann der Zugang? Weil interessanterweise, also ich finde das ja wirklich spannend, deine Geschichte, du hast dich schon damit befasst, also es war jetzt praktisch nichts Neues, wo du gesagt hast, oh, also oft ist es ja so, dass man sagt, oh, ich bin überrascht, weil es etwas Neues ist, habe ich noch nie gesehen, noch nie gehört, noch nie gelesen, davon sind wir sofort angetriggert, aber jetzt war es etwas, sozusagen dich reaktiviert hat, in dieser Richtung zu denken. Und da würde mich eben mal interessieren, wo dann für dich der Punkt war oder wo man sagen kann, okay, ich habe mich ja schon mal damit beschäftigt, aber trotzdem bin ich darauf hängen geblieben. Und wo ist jetzt der Unterschied sozusagen in der Phase, in der du jetzt bist seit über einem halben Jahr der Zusammenarbeit, wo du sagst, ja, da habe ich dann verstanden, dass diesmal doch etwas anders läuft und ich schon merke, ich komme in Tritt in einer bestimmten Richtung, in was ich vorher eben nicht geschafft habe. Ich gehe schon mal eine Stufe hoch, ich bewege mich nicht nur nach vorn, sondern ich bewege mich sozusagen schon mal eine Stufe hoch. Kannst du das mal beschreiben, bitte? Ja, es ist im Prinzip die konstante Bewegung. Also da ich ja jemand bin, der durchs Leben geht und von allen Freunden und Bekannten, die ich kenne, als der absolute Macher bezeichnet werde, ja, gespiegelt werde, war das für mich auch so, ja, das mache ich alles alleine. Ja, also das bin ja wahrscheinlich bloß zu faul oder ich habe mich verfusselt oder verdröselt oder da musst du mal da, musst du das und das machen noch. Und ich merke tatsächlich jetzt durch die Zusammenarbeit mit uns auch, wirklich jetzt in dem halben Jahr, wo wir wirklich jede Woche mindestens einmal richtig hart am Business arbeiten, ob jetzt online oder 1:1 Coaching, dass das einfach eine ganz andere Sache ist. Ja? Und dass ich das tatsächlich brauche. Da denke ich zwar dann manchmal, oh, die armen Schweine, ey, die jetzt noch nie so viel wissen wie ich, ohne mich da jetzt da ganz oben hinzustellen, aber ich weiß schon ziemlich viel. Und kann auch ziemlich viel, aber genau das hat mir gebraucht, dass jemand, der meine Sprache spricht, mehr Ahnung zum Beispiel von Markt und Analyse und bestimmten Dingen da hat, die ich nicht habe und der mich wirklich begleitet. Und zwar auf so eine Art und Weise, die mir sehr wohltut, wo ich mich geborgen fühle, wo ich vor allen Dingen Vertrauen habe, dass das alles vorwärts geht und das hat sich ja auch so bewahrheitet. Und tatsächlich habe ich in diesen ganzen Studien, die ich jetzt in einem halben Jahr auch durchgeackert habe, bin ich auch immer wieder auf diesen Punkt gekommen, dass die ganz großen Gurus und die weißen Menschen, die selber Coach sind, sagen, eigentlich, und das eigentlich können wir auch schon wegnehmen, jeder braucht seinen eigenen Coach. Und wir leben ja Gott sei Dank im 21. Jahrhundert, ja, da ist das alles überhaupt nicht mehr so eine fremde Denke. Aber es ist. Ich hätte niemals im Leben gedacht, dass mir das so wohltut, dass es mich so weit bringt, einen guten Coach neben mir zu haben, der mit mir gemeinsam arbeitet. Und das, weil wie gesagt, ne, also so, also wenn nicht ich wäre dann, haben ja auch alle so von mir gedacht, ne? Ich habe es aber ja bis jetzt mit 56 Jahren immer noch nicht so weit gebracht, dass ich ein eigenes Business, obwohl ich die Fähigkeiten ja schon hatte vorher, auf den Markt gebracht habe. Und das ist so ein bisschen schade. Also ich meine, ich lebe zwar noch Ja, 60 Jahre, aber absolut, trotzdem. fände es sehr Trotzdem schade. schade. Ja, wir kommen ja Aber gleich hat das dazu. deine Also, Frage? Ja. ja, das hat die Frage schon beantwortet, weil Konnte die Frage schon? Ja. ich einen ja, das, sehr ähnlichen Ansatz haben oder sehr ähnliche, also eine große Übereinstimmung bei uns ist und ich ja auch sozusagen
für mich das ein absolutes Learning war, dass es eben tatsächlich eine komfortable oder die Situation viel komfortabler ist und einen viel, viel weiterbringt, wenn man eben nicht der Klügste im Raum ist. Und ich meine das überhaupt nicht despektierlich meinen ehemaligen Kolleginnen und Kollegen gegenüber oder meinen ehemaligen Partnerinnen und Partnern gegenüber aus dem Theaterbereich. Aber ich hatte eben wirklich immer das Gefühl, okay, es macht mir große Freude, andere Leute zu entwickeln, aber was ist eigentlich mit meiner eigenen Entwicklung? Ja, wer entwickelt mich? Wer stellt mir die schwierigen Fragen? Mhm. Wer zieht mich mal von der Wand weg oder aus dem Wald raus, den ich dann vor lauter Bäumen nicht sehe? Oder wer betrachtet mich mal von oben? Wer gibt mir mal eine Vogelperspektive und spiegelt sozusagen mein Verhalten oder mein Denken oder mein Handeln? Und bringt mich einfach wirklich auf die andere Seite. Also weil so ein Perspektivwechsel zu machen, ist ja die eine Sache. Aber dazu Feedback zu bekommen und von außen, von einer neutralen Person sozusagen, ist ja nochmal ein ganz anderer Schnack. Und da fängt es ja eigentlich erst an, spannend zu werden, wo man eben sich tatsächlich aus einer gewohnten, aus seiner Blase eben rausbewegt und dann natürlich erstmal wieder auf so unbekannten Terrain geht. Und ich kann mich erinnern, wie ich dann den Vergleich gebracht habe zu dir, dass es so ein bisschen ist wie ein neuer Text. Also ich kann mich erinnern an der Schauspielschule. Also damals war es jedenfalls so, fängt man an mit Naturalismus und so weiter. Dann entwickelt sich, werden die Rollen immer komplexer und immer schwieriger. Auch die Sprache entwickelt sich, dann kommt Vers dazu und so. Und man braucht ja wirklich erstmal eine ganze Weile, bis man den in die Schnauze kriegt, auf Deutsch gesagt. Und ähnlich ist es ja in dem, in der Sache, die wir machen. Und genau, also das finde ich schon ganz erstaunlich und da bin ich auch nach wie vor in einem ewigen Lernprozess, sage ich mal, und bin sehr dankbar, dass ich da abgebogen bin und gesagt habe, nee, ich suche mir jetzt auch jemanden und ich suche mir Räume, in denen Leute sich aufhalten, die auf jeden Fall schlauer sind als ich und mich einfach noch wohin tragen. Und man sieht es ja hier schön an meinem grauen, wilden Haar und es ist eigentlich nie zu spät. Ne, es ist keine Frage des Alters, wir sind ja fast ein Jahrgang und machen uns beide nochmal auf den Weg und so und haben ja den Begriff der Sache sozusagen etabliert und finde ich ganz toll, weil es eben sozusagen etwas außerhalb von uns ist, wir uns nicht mehr nur, sag ich mal, was hat der Schauspieler, ja, wozu er eigentlich verdammt ist, es ist ja Fluch und Segen, diese Beschäftigung mit sich selbst, es gibt ja auch von Stanislavski dieses große Werk, die Arbeit des Schauspielers an seiner Rolle und an sich selbst, ne? Und ein Business zu kreieren und Business zu betreiben, bedeutet ja in erster Linie auch sozusagen sich eben zu externalisieren, also auf etwas außerhalb von sich zu reflektieren und dieses Ding voranzutreiben. Da wäre jetzt mal meine nächste Frage, also gehen wir jetzt mal ins Programm, so die Schritte durch. Wie würdest du denn das aus heutiger Perspektive nochmal rekapitulieren, diese Phase, welche Steps du gemacht hast sozusagen innerhalb des Programms und wie sich jetzt das Problem oder die Situation sozusagen entwickelt hat, durch welche Steps, wie ist da deine Rückschau dazu? Also erstmal bin ich wahnsinnig froh, dass ich mir das selber gegönnt habe. Also ich komme ja noch aus so einer Generation und ich bin auch so sozialisiert für andere und so weiter und so fort. Das hat sich auch in meinem Berufsleben sehr niedergeschlagen. Da gucke ich jetzt auch schon, dass ich anders Grenzen setze. Aber ich habe mir das gegönnt. Ich habe mir diese Ausbildung gekauft. Und das habe ich zu keinem Zeitpunkt bereut. Es macht mich froh, es macht mich glücklich. Es zeigt schon mehr als erste Früchte. Ne? Also das ist erstmal der Ausgangspunkt, dass ich das jeden Morgen feiere, wenn ich aufwache, weil ich bin tatsächlich, selbst wenn ich penne manchmal, immer noch mit diesem Thema beschäftigt und wachse daran und entwickle mich. Das ist schon mal das Erste. Und dann war es wie mit dem Text bearbeiten, wie du schon sagst. Ich habe wieder von ganz von vorne angefangen. Es ging ja von Glaubenssätzen angefangen über finde deine Nische zum Beispiel. Und was haben wir da, also wo mir immer wieder Fragen gestellt hast, wo ich so dachte so, oh, Alter, wie jetzt? Ja, also es war wirklich, ich habe den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen. Und Gott sei Dank sprechen wir da, wie gesagt, eine gleiche Sprache. Du hast mir ganz viele Bilder aufgezeigt und hast ganz einfache, konkrete Beispiele verwendet, dass ich da drunter gucken konnte. Dass es mir dann peu à peu leichter gefallen ist, das zu sezieren. Genauso wie man Text seziert, man nimmt sich
einen Satz und dann zieht man den und knietscht man den auseinander bis nach alle Seiten. Und echt, ich habe manchmal so gelitten, weil ich so dachte, boah, was soll meine besondere Nische hier sein? Worauf will ich mein Business stützen? Was soll ich da aufbauen? Weil das soll ja dann auch die nächsten Jahre tragen. Das soll mein Einstieg sein. Ich möchte daran glauben und so weiter. Und ich bin durch diesen Prozess wirklich wie so ein Schüler gegangen. Ne? Mhm. Mit so Sachen, wo du mir auch manchmal gesagt hast, verzweifle nie, wenn du da mal an so einen Punkt kommst, wo du dann selber sagst, also erstens, so einfach kann es ja wohl nicht sein, doch. Und zweitens, wenn du schon denkst, du gibst auf oder so, also so weit war es jetzt bei mir nicht, dass ich aufgeben wollte, aber ich saß manchmal da und dachte, wie heißt es denn jetzt? Wie nennt sich denn jetzt? Was meint er denn jetzt? Was? Und dann haben wir nochmal angefangen und nochmal. Und dass ich da nicht verzweifle, ich bin nicht verzweifelt, ist eh in meiner Prägung nicht enthalten. Aber das war schon der Anfang, war schon so, wie als wenn das ganz langsam, wie als wenn so ein Zug anfährt, ne? Bis der dann mal greift und die Strecke dann richtig Fahrt aufnimmt. Und ich behaupte, jetzt hat sie schon lange richtig Fahrt aufgenommen. Ich denke, du kannst das bestätigen. Und es ist so, so viel gewachsen und ich bin freudvoll durch jeden einzelnen Schritt gegangen. Wir haben ja dann auch gemerkt, für mich ist es besser, wenn wir 1:1 Coaching machen. Ne? Das ist natürlich auch so eine Sache, die, ob man sich das zeitlich leisten kann oder nicht. Online bin ich auch gewachsen. Also du hast mir dann auch gezeigt, wie man gewisse Dinge schon so betut und so. Ich durfte da schon viel lernen, kann sogar jetzt selbst meine Rechnung schreiben. Krass. wo andere wahrscheinlich sagen, so, hä, das hat die nie gemacht. Nee, hat sie nie gemacht. Ich habe immer meinen Leuten gesagt, ich mache es mit der Hand. Nein. So, also bloß um mal ein Beispiel zu sagen, aber das lenkt jetzt ab, ist eine Nebenstraße. Aber konnte ich deine Frage so einigermaßen beantworten? Ja, es hat mir also aber auch noch, immer Spaß gemacht. Ja, du bohrst immer noch? Das ist ich kann mich erinnern, dass als wir dann gesagt haben, okay, wir wollen zusammenarbeiten, dann, das war ja hier bei dir zu Hause und da gibt es ja diese eine Wand, die, wo ich dann mich so umgeguckt habe, so als wäre ich hier zu Hause, kann ich mich noch erinnern. Ich weiß gar nicht, wie du das empfunden hast. Ich fand's geil. Aber ich dann gesagt, also wir brauchen hier eine leere Wand. Eine freie Wand. Eine freie Wand und da kommen dann die sozusagen die Gedanken dran und die, da kommt der Prozess, da wird der Prozess sichtbar. Sozusagen und ich blende euch das dann später mal hier ein, da oben, wie die Wand aussieht und das habe ich eigentlich jedes Mal gefeiert und feiere es immer noch, wenn ich bei dir bin und freue mich immer wieder, diese Wand zu sehen, sozusagen, wie das da gewachsen ist und wie du die gestaltet hast. War das für dich so ein, so ein täglicher Ansporn, da vorzustehen und zu sagen, okay, und es ist ja eine Kollektion aus Texten, aus Bildern, aus Gedanken, die von dir kommen, aus Gedanken, die von anderen kommen. Es gibt noch lustige Bilder von mir und Konsti, glaube ich, oder eins zumindest, wo ich hier mit ihm im Garten war bei dir. Ja, wie war das? Wie hast du diese Wand sozusagen erschaffen? Oder was hat sie mit dir gemacht, sozusagen? Weil du wohnst ja hier. Es ist ja nicht, du gehst nicht ins Büro und die Wand hängt irgendwo im Büro, sondern im Keller. Sonst ist ja, es ist ja in deinem Wohnraum. Ja. Was hat es gemacht? Die macht immer noch was mit mir. Momentan ist es sogar so, dass ich denke, boah, Mist, ey, da kommt der Tannenbaum hin, da muss ich die ganze Wand abnehmen. Scheiße, kann ich sie nicht dran lassen, weil es ist tatsächlich mein Motivationsboard geworden. Also ich weiß noch, dass es anfing mit so einem ganz kleinen Ding, was du mir geschickt hattest. Das hatte ich ausgedruckt, weil mich das so fasziniert hat. Und dann saß ich abends da und ich hatte noch so viel Schaffenskraft. Und bei mir ist das dann manchmal so, dass ich in den Keller gehe, gucke, was ist noch für Farbe da und dann fange ich an zu streichen. Und dann habe ich gedacht, so bevor dass du jetzt hier loslegst, weil da war das eine kleine Bildchen dran, möchtest du gerne, dass das einen stabilen Untergrund hat. Habe ich halt 3 Stunden schnell gestrichen und dann so fing es an mit Machen. Und darauf will ich auch ein bisschen hinaus, denn es hat mir große Freude gemacht, erstmal sowas zu machen, sowas da zu sammeln. Es hat mich und tut es immer noch, es motiviert mich immer weiter fort. Es hilft mir beim Arbeiten, wenn ich manchmal stagniere und dann denke ich so, ah, geh einfach mal, lies mal, mach mal und dann springt es mich wieder an. Ne? Weil es ist ja tatsächlich ein etwas Komprimiertes von diesem halben Jahr in Auszügen und erinnert mich auch immer wieder daran, dass ich weiß, ich bin schon eine kluge Frau.
Aber, und ich mache sehr viel. Und manche denken vielleicht, ja klar, so ein Motivationsboard, ja, aber das hast du ja alles in deiner Birne. Es ist eine andere Sache, wenn man das tatsächlich tut, wenn man tatsächlich schreibt, wenn man tatsächlich dran macht, wenn man tatsächlich davor steht, wenn man es nochmal auswechselt. Es macht was mit einem. Diese Möglichkeit, dass man das visualisieren kann, ständig, wenn man es braucht, das macht was mit einem, eine ganz große Hilfe. Und diese Wand ist genauso gewachsen wie ich in diesem Prozess und ist immer schöner und farbenfreudiger geworden. Also besser kann man es jetzt ja auch nicht sagen. Oder was? Sehr gut. Ja, ich werde es nachher sehen. Ne? Wie Oder willst du gesagt, ich noch bleibe auf hier was oben. Ich Spezielles? blende es dann ein. Ja. Ich hatte ja schon mal angesprochen, die Sache. Dann beschreib doch mal, wie du jetzt die Sache gefunden hast. Also, wo war für dich dann der sozusagen der Knackpunkt oder der Aha-Effekt, wo du gesagt hast, ja, jetzt habe ich es. Jetzt habe ich es. Was waren die wichtigsten Schritte, sage mal? Vielleicht mal, um nochmal drei Fragen hintereinander zu stellen. Ja, was waren für dich die wichtigsten Schritte, sage ich mal, davor, wo du gesagt hast, okay, jetzt merke ich, wie ich sozusagen auf etwas zusteuere und dann zack, geht die Tür auf oder es gehen mehrere Türen auf. Und für mich, bin jetzt wirklich, es hat wirklich so Klick gemacht und ich habe jetzt diesen einen großen Sprung gemacht hin zu meiner Sache, die mir die ganze Zeit gefehlt hat. Ich erinnere mich nur zu gerne, dass bei unserem ersten Gespräch du gesagt hast, ja Claudia, pass auf, das ist ja ein bisschen so, wie als wenn du gehst durch deinen Garten und guckst ihn dir an und dann kommst du an einer ganz bestimmten Stelle wieder raus. Du wisst es ja nie, wenn du in den Garten gegangen bist, hast du ja nie vorgenommen, du machst ja hier jetzt die Biche, da gehst du mal darum, dort rum, es ergibt sich ja jeden Tag neu. Und das fand ich schon sehr spannend, weil du offensichtlich auch nicht wusstest, wo wir da rauskommen. Wie auch, es sollte ja mein Business werden. Und dann bin ich ja mit dir gemeinsam, du mit mir oder wir zusammen, durch diese Phasen gegangen und durch das Geknietsche und nochmal beackere und nochmal da drehen und wenden und nochmal in sich hineinhorchen. Und sehr oft stand mir auch so was Perfektionistisches im Wege, ne, wo du dann gesagt hast: Schreib da einfach auf. Schreib, was kannst du nicht, was kannst du besonders gut? Wo ich schon so dachte: Oh, jetzt muss ich mal, ne, kann ich das wirklich besonders gut? Und. Also, ich beschreibe gerade so eine Phase, wo es ein bisschen schwer noch war, ne, wo es so. Und dann ist es ein bisschen wie, ich sag mal, als wenn man jetzt auf dem Theater ein Stück bearbeitet, man probt heutzutage ja nur noch 3 Wochen in den Privattheatern und dann hat man aber wenigstens noch eine Woche Generalprobe. Und für mich war es immer schon so, egal wie lange man geprobt hat, man schindet sich, jeder auf seine Art und Weise. Man lernt den Text, man macht das, das, das und dann die Generalprobe ist dazu da, um zu sehen, jetzt wird's Fleisch. Jetzt muss es, jetzt guck mal, wenn es rauskommt und wie sich's anfühlt und was du verbessern kannst. Es hat sich also was abgelegt. Und genauso ist es mir vorgekommen, als wir meine Nische gefunden haben. Ich habe viel Arbeit investiert, ich habe viel Zeit investiert, ich habe viel Geld investiert. Und irgendwann habe ich scheinbar losgelassen. Es ist mir gar nicht so bewusst genau, wann das war. Und dann weiß ich noch, ich saß im Garten, trank meinen Kaffee und kam wieder an eine von dir gestellte Aufgabe aus dem Arbeitsplatz. Und da macht es auf einmal schwupp. Warum mache ich nicht das? Und dann dachte ich, krass. Ja. Und dann kamst du und dann habe ich gesagt, ich mache das, als du gefragt hast. Und dann sagst du, hast du geschwiegen? Und dann hast du mich lange angeguckt mit deinen warmen Augen. Und dann hast du gesagt, kannst du das? Und dann habe ich zurückgeguckt und habe gesagt, ja, da könnte ich jetzt noch heulen. Weißt du, also Ja, ich. einfach, weil im Nachgang denkt man dann so, kannst du das wirklich? Und was jetzt auch teilweise noch so kommt, wo ich manchmal so denke, kannst du das wirklich? Aber ohne nachzudenken, einfach das zu wissen, also anders kann ich diesen Prozess gar nicht beschreiben, weil das hat sich offensichtlich was gelegt und dann kam das so, war es da. Ja, ich kann mich absolut erinnern, wir saßen beide im Ich Garten bin und so ein echter Dresdner. es war ein echter So ein Verheulter. Gänsehautmoment, glaube ich, für uns Ja. beide. Ne, dann zu sagen, okay, ja, wir haben es gefunden, ne? Golden Nugget, wie es so schön heißt. Und würdest du sagen, dass in der Rückschau auch, also dass vor allem die Prozesse, also dass sozusagen, dass die Dinge sich aufeinander aufbauen, ne? Dass dieser Prozess sozusagen, also unser künstlerischer Beruf besteht ja, also ich habe einen Dramaturgenkollegen, Thomas Wieck, den ich in den 90ern mal als Gastdramaturg hatte, damals am Theater in der Fabrik. Und der hat mal so was Schönes gesagt nach Produktion, dieses Stochern im Trüben. Also wenn man anfängt in der Ja. Produktion,
Ja, dieses Stochern im Trüben, so im Seichten, im Trüben und alles ist so ein bisschen irgendwie. Und künstliche Prozesse sind ja durchaus sozusagen geprägt und haben ja auch diesen Zweck sozusagen, ja, ich stochere mal da rein, ich stochere mal da rein. Und von außen wirkt es manchmal sehr, sag ich mal, spontan im besten Sinne, aber auch im schlechtesten Sinne, also wenig geordnet. Und das, was wir hier machen in der Beratung oder in der Zusammenarbeit, da sind ja, die Dinge sollen ja aufeinander aufbauen und sollen dadurch sozusagen ihre Wirkung entfalten. Wirst du sagen, dass das auf jeden Fall also so eine Art Paradigmenwechsel ist und dich das schon der wesentliche Punkt ist für dich, auch wo du sagst, ja, also wenn wir jetzt weiter diese, sag ich mal, Hoffnungsdramaturgie gemacht hätten, okay, wir probieren die Szene mal so und dann gucken wir mal, ob es klappt, so was man eben so vom Theater kennt. Das gehört ja auch dorthin, aber da in den anderen Bereichen, in denen wir uns jetzt befinden, da ist es schon besser, wenn es Prozesse gibt, wenn es Systeme gibt, die aufeinander aufbauen, wird zu dem zustimmen. Absolut dringend nötig, weil das, weil wenn du zum Beispiel als Schauspieler, ne, den Auftrag bekommst, dass du jetzt für jemanden einspringst und da eine Rolle übernimmst, dann hast du im besten Fall ein Video, dann kopierst du dir das raus, dann drückst du dir das alles drauf. Wie sind die Haltung, die mal jemand erfunden hat, zu diesem Produkt, was am Ende schon da ist letztendlich? Und dann machst du es neu, indem du dich da reinfließen lässt. Ja. Aber das, was wir entwickelt haben, das gab es ja vorher noch nicht. Das gibt es auch in dieser ganz speziellen Art, wie wir es erschaffen haben, nicht. Es ist tatsächlich was ganz Besonderes und nicht bloß, weil wir es jetzt entwickelt haben, sondern weil es einfach Bombe geworden ist. Und dazu habe ich diese Punkte einfach ganz dringend gebraucht. Ich weiß jetzt auch, wenn ich mir die Website angucke, das wäre ohne diese Arbeit für die Nische überhaupt nicht so weit gekommen. Also dann hätte ich irgendwie, weiß ich nicht, ich bin Claudia Schmutzler, bin am 19.09.66 geboren und habe das und das gemacht und hier sind schöne Fotos und ich will gerne weiterspielen, ein bisschen coachen tue ich auch, hier in dort und dort und dort und ein paar schöne Fotos rein, ja, das wäre es gewesen. Aber jetzt ist das eine ganz andere Sache geworden und die hat sich innerhalb dieses halben Jahres über diese einzelnen Punkte entwickelt. Und diese Arbeit war zwar hart, aber die hat mir auch unendlich Spaß gemacht und unendlich viel Kraft und Lebensfreude gegeben. Also, das habe ich auch von außen so beobachtet und also das habe ich an dir beobachtet, das beobachte ich an anderen und beobachte das auch an mir sozusagen, dass ja die Dinge, die man sich erarbeitet, die man sich selber erarbeitet, eben in der Unabhängigkeit und in der Selbstbestimmtheit, dass die natürlich in andere Lebensbereiche auch zurückwirken sozusagen und man in anderen davon profitiert. Also nicht nur das, was man macht, die Sache, die man vorantreibt, sondern das, was man auch als Person, also als ich, ne, als Claudia, als Volker, als Kerstin, als Uwe, dann macht, dass das zurückwirkt sozusagen bis in, ja, sag ich mal, in die Ja. ganz private, in die ganz große Privatheit. Ne? Ja. Also Energie folgt der Aufmerksamkeit. Ein sehr schöner Satz aus dem NLP. Das bewahrheitet sich immer wieder. Das ist total schön und es macht einen lebendig und es bringt einen voran und am Ende kannst du sogar noch dein Geld damit verdienen und bist unabhängig. Das war ja auch ein großer Punkt, wo wir uns sehr einig waren, obwohl ich sehr gerne eine Dispo kriege und sehr gerne Schauspielerin bin und einfach mich in diesen Rahmen bewege, von A nach Z oder B gehst du jetzt und mehr musst du nie und das füllst du mal richtig schön fett aus. Ich hatte ja auch ein bisschen Berührungsängste erst mit diesem, oh, jetzt kriege ich gar nicht mehr von außen die Anforderungen, sondern jetzt muss ich selber und das, obwohl ich so ein großer Macher bin, ne? Aber das ist ja auch so schön, wenn man 30 Jahre Berufserfahrung hat, da kann man sich auch ein bisschen zurücklehnen, ne? Also ich bin ja schon Dinosaurier mittlerweile in meinem Beruf und kann lächelnd auf die jetzt noch weniger Erfahrung haben als ich, denen kann ich lächelnd begegnen, nicht runterschauen, begegnen und merke immer wieder, wie ich einfach bloß mal so machen muss, ne? Da gucken die schon, staunen, ne? Weil ich es aus der Hand schüttle und mich jetzt aus meiner Komfortzone zu bewegen und nochmal so was völlig Neues anzugehen, mit wissend um diese Schwachpunkte auch von mir. Ich habe keine Ahnung von Markt, ich bin technisch noch nicht so hoch versiert, aber ich glaube jetzt daran, aufgrund dessen, was
wir uns alles, beziehungsweise wobei du mir geholfen hast durch diesen Prozess, dass ich das mit diesen Schritten peu à peu à peu lerne. Und ich bin bereits dabei. Ja. Cool. Bevor wir da gleich verraten, unseren Zuschauerinnen und Zuschauern, was denn eigentlich deine Sache ist, würde ich noch mal ein bisschen die Spannung noch ein kleines bisschen hinauszögern und dich noch mal fragen, was würdest du in der Rückschau sagen, was hat dir besonders gut gefallen an der Zusammenarbeit, was hat dir am meisten geholfen, wo hast du jetzt für dich persönlich sozusagen den größten Zuwachs? Wie würdest du das beschreiben? Für mich war und ist eins unabdingbar, und das ist das Vertrauen. Dass ich, wir kannten uns jetzt schon von früher, ne? Aber jetzt auch nicht so gut. Eigentlich haben wir uns erst jetzt kennengelernt so richtig. Oder wir sind dabei, uns richtig kennenzulernen. Es hat sich auch eine Freundschaft entwickelt und das ist sehr, sehr wertvoll und macht mich sehr reich. Und aber mal weg von der Freundschaft war es einfach, ich habe gemerkt, dass du mich ganz ernst nimmst, dass du auch das, was ich an Schwächen vorgebracht oder an Fragen hatte, dass du das mir ausführlich beantwortet hast. Du hast dir Zeit genommen für mich. Wir sprachen schon eine gemeinsame Sprache und ich habe über diese zwei Erstgespräche einfach, hat sich so viel Vertrauen schon entwickelt, ohne das hätte ich gar nicht so arbeiten können. Es wäre gar nicht so schnell gegangen letztendlich. Das ist für mich die absolute Basis, so ein Vertrauen zu haben, aus vielen Gründen einfach, ne? Und was mir dann weiterhin auf unserem Weg geholfen hat, war, dass du dich auch immer wieder neu auf mich eingestellt hast. Also, dass du gesagt hast, okay, da hast du jetzt das, da gehst du jetzt Dialogcoachen in Lüneburg und da hast du jetzt das Seminar und ach, lass uns mal lieber nicht online, weil das ist für dich vielleicht nicht so schön. Und dann haben wir eben halt geguckt, was für mich am besten gepasst hat und konnten da einen guten Kompromiss schließen, was auch für dich ging. Das fand ich auch sehr schön. Ja, und diese Bestätigung zu bekommen von dir, die ich dir aber auch geglaubt habe. Ja, also das ist meistens bei mir so, dass alle Welt denkt, oh, die flattert so locker, lustig und kraftvoll durchs Leben und macht hier wipp, 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 wipp. Nein, in mir schlummert auch eine sehr sensible, sehr empfindliche Seele, wie bei allen Clowns. Die lasse ich aber jetzt nicht raushängen. Ich kann mich nicht an jeden anlehnen, weil ich selber so stark bin. Ich brauche schon jemanden, dem ich glaube, dass er stark ist, wo ich sehe, dass er stark ist. Das ist für mich sehr wichtig gewesen. Vielen Dank dafür, Volker, auf jeden Fall schon mal. Ja, cool, danke. Ebenso. Weil es ist ja, für mich ist es ja wichtig von Anfang an, glaube ich, und dieser auf Augenhöhe zu arbeiten, am gleichen Seil, also in die gleiche Richtung zu ziehen. Und das geht ja nur, also du kennst ja meinen Leitspruch, ich verspreche nichts, aber garantiere viel. Und das Schlechteste, kennst du ja aus deiner eigenen Arbeit als Coach, ist ja, Leuten Dinge zu versprechen. Aber man kann eben was garantieren, zum Beispiel, dass man eben 100% gibt, wenn der andere auch 100% gibt oder 110%, denn das war ja bei dir von Anfang an der Fall. Und wenn eben dieser Austausch wirklich so auf Augenhöhe erfolgt, das ist mir besonders wichtig und das hat mit dir ja wirklich super funktioniert und funktioniert immer noch. Und ohne dem geht es, glaube ich, nicht. Also es hat ja keinen Sinn, weil ich möchte dich ja nicht abhängig machen von mir und von meiner Meinung und von meinen Ansichten, sondern du sollst ja deinen eigenen Weg gehen und ich bin sozusagen das lebendige Treppengeländer, sage ich mal, was etwas so unsichtbar oder das kleine Vögelchen, je nachdem, was man eben gerade braucht, ne? Genau. Ja, schön, Claudia. Dann lassen wir mal die Katze aus dem Sack. Die Sache, beschreib doch mal, was ist deine Sache? Was hast du gefunden? Was hast du dir wirklich mit großer Energie, mit großer Leidenschaft erarbeitet? Und erzähl mal. Hashtag Persönlichkeitsentwicklung, aber das nur in Klammern. Es wird ab nächstem Jahr von mir geleitet als Coach und Trainer ein 5-Tage-Seminar geben mit der Überschrift Good Vibes für dich, in 5 Tagen raus aus der Scham, damit du wieder lieben kannst.
Es richtet sich an alle Frauen, so circa 38, um mal schön nischig zu bleiben, die aufgrund einer Trennung ihren Selbstwert verloren haben, sich verzweifelt fühlen, ohnmächtig, die Angst haben, die glauben, die Kontrolle verloren zu haben. Und ich möchte denen helfen, da wieder in ihr ganzes Sein, in ihr ganzes Lieben, in ihr ganzes schönes Leben zurückzufinden und zu merken, dass es absolut ausreicht, Frau zu sein und mit sich selbst eins zu sein, dann kommt alles von selber. Und das Schöne ist, dass ich da mit gutem Beispiel vorangehen kann. Denn ich habe gerade selber eine Trennung hinter mir. Ich habe das an mir selbst studiert und studiere es noch. Meine Trennung, also mein Partner hat mich vor circa einem Jahr verlassen, zur Weihnachtszeit. Vielen Dank dafür. Aber wir wachsen an unseren Aufgaben, an unseren Themen. Und ich habe mich so wahnsinnig viel mit diesem Thema und mit mir beschäftigt. Also ich habe mir auch schon Anfang des Jahres einen Therapeuten gesucht und habe da auch alle 14 Tage eine Sprechstunde oder zwei sogar und habe einen Mentor in dir gefunden. Also ich habe dieses Jahr wirklich ganz, ganz viel für mich gemacht. Und alles das, was ich da vermittle in meinem 5-Tages-Kurs, habe ich an eigenem Leibe erfahren und bin gewachsen daran. Das Besondere an meinem Seminar wird sein, dass wir am Nachmittag eines jeden Tages an die Pole Dance-Stange gehen wollen, dürfen, können, um diesen Zusatzpunkt zu bekommen, hol dir deine Sexiness wieder zurück, und zwar du selbst. Und da geht es überhaupt nicht darum, dass man da irgendwelche riesigen Figuren an der Stange macht oder Kopf überhängt, wie ich das mittlerweile schon kann. Es geht einfach darum, sich wieder voll und ganz zu spüren. Und garantiert wird es nicht alle ansprechen, aber garantiert wird es viele ansprechen, denn es ist was ganz Besonderes. Und es hat mich sowas von, neben diesen ganzen Sachen, die ich für mich gemacht habe, wieder in mein Zentrum geführt, dass es nur so kracht. Also ich kann im Prinzip wirklich sagen, und jeder, der sich meine Website anguckt, wird das wahrscheinlich auch tun, boah ey, also das ist, die weiß, wovon sie spricht. Um das jetzt mal ein bisschen abzukürzen. Ja. Und da gibt es noch mal einen kleinen Insight, wie du selber zu diesem, also zu diesem USP, was deine Pole Dance Stange, ich glaube, das ist auch weltweit in der Kombination sozusagen mit Liebeskummer und Liebeskummer und Pole Dance. Ja, Liebeskummer und Pole Dance. Also wie kommt man auf so eine Idee? Wie machst du das schon ein paar Jahre? Sag noch mal was dazu, wie das zu dir gekommen ist sozusagen. Die Stange kam eigentlich schon vor 5 Jahren zu mir, als ich noch bei Soko Wismar war, ich Geburtstag hatte und das Team mir einen Gutschein geschenkt hat. Und ich dachte so, seid ihr verrückt geworden. Das habe ich dann 1-2 Mal gemacht, habe es dann aber wieder liegen lassen aus Gründen. Und als ich dann so fett in meinem Kummer saß Anfang diesen Jahres, war mir klar, also entweder ich tue hier was oder ich gehe hier komplett mit mir selber unter. Und dann dachte ich so, jetzt steht die Stange ja schon in deinem Zimmer, jetzt kannst du ja auch mal einmal die Woche zum Poledancen gehen, musst und willst vor allen Dingen selber wieder in deine Kraft kommen. Und so kam es denn, dass ich dann 3-mal die Woche, und es ist nicht so, dass ich jetzt viel Zeit dafür gehabt hätte, aber wenn man will, schafft man das mit einer klaren Zeiteinteilung, betreibe ich wieder Pole Dance, und dadurch, dass ich so hoch motiviert war und bin ich tatsächlich schon sehr, sehr weit gekommen. Und je öfter ich an die Stange gegangen bin, umso mehr habe ich mich wieder gespürt, weil es ist natürlich auch eine Extremsportart. Sie hat nichts damit zu tun, dass man mal seinen Arsch und seine Titten zeigt, sondern einfach, du wirst von oben bis unten durchgeknetet, und genau das hat mir gefehlt. Ja, ich musste mich wieder spüren, ich musste meinen Körper wieder spüren, mein Geist war eh beschäftigt die ganze Zeit. Ne? Ich habe einen Podcast nach dem anderen, ein Buch nach dem anderen, einen Film nach dem anderen, ich musste einen Ausgleich schaffen. Und da ich so extrem meine Birne beschäftigt habe, musste ein extremer Ausgleich her, und das war das Poledancen. Und dann hast du ja auch mal so eine schöne Aufgabe gestellt, frag mal so 5 bis 10 deiner wichtigsten, vertrautesten oder spannendsten Menschen, die 3 Fragen, was kannst du gut, was kannst du schlecht, was kannst du besonders gut. Und eine von den Mädels hat dann auch geschrieben, boah, Claudia kann Pole Dancen. Und ich weiß nur, du hattest gesagt, als ich dich fragte, was denkst du, was meine Nische wird, hast du gesagt, na, Pole Dancen wird's nie. Und ich dachte so, hä? Und als ich im Garten saß,
kam das auch wieder von der Seite. Und ich dachte, in dem Moment, als mir meine Nische in den Kopf kam mit diesem 5-Tages-Seminar, dachte ich so, hä, und wieso nicht das noch dazu? Wieso nicht? Warum nicht? Alles ist möglich. Und so kam das zustande. Und immer wenn jetzt eine Freundin da ist, auch wenn ein Freund da ist, ich sage, ihr könnt euch die Jacke ausziehen, hier nehmt euch schon mal ein Glas Weißweinschorle und kommt damit hoch in mein Zimmer. Du musstest ja auch schon, du standest auch schon und musstest dich drehen, weil ich lerne es selbst da. Also wie behandle ich die Leute, was machen die? Und sie machen es alle mit und sie sind entzückt und verzückt, weil es geht ganz schnell, es geht so viel. Du bist auch natürlich ein bisschen weggelenkt von deinem Problem, ne? Es bedarf einer hohen Konzentration, an die Stange zu gehen, dass du dir nicht wehtust, wenn du einen falschen Griff machst oder so. Aber du hast wieder was in Händen. Das ist schön. Wichtig. Ja, und wir haben ja auch das letzte halbe Jahr viel über Resonanz gesprochen. Und ich greife jetzt mal in die Zukunft. Ich hoffe, dass wir darüber reden können. Ansonsten können wir es auch rausschneiden, ne? Wie im Öffentlich-Rechtlichen. Da hat sich auch was bewegt auf der Schauspielseite, ja. Ne? Was den Pole Dance anbelangt. Dürfen wir darüber reden? Wenn ja, dann natürlich. Kannst du gerne die freudige Kunde hier teilen mit mir und mit uns. Also ich weiß es ja schon, ich habe mich schon gefreut, freue mich jedes Mal nochmal, weil es für mich einfach wirklich so der Beweis ist dafür, dass wenn man sein Ding gefunden hat, dass man wirklich in Resonanz geht mit anderen Leuten auf anderen Ebenen und wirklich etwas zurückfließt wieder. Also nenne es Karma, nenne es Resonanz, nenne es das Leben, aber es passiert Energie. Einfach was, wenn man Energie, wenn man den ersten Schritt macht, wenn man sagt, okay, es ist nicht nur irgendwie etwas, ich laufe im Kreis oder ich laufe nicht mal im Kreis, ich trete auf der Stelle. Da entsteht ja bei manchen Leuten auch der Eindruck von Bewegung, weil ich mache ja was, ich gehe auf der Stelle, aber ja, erzähl mal, was ist passiert? Ja, da kann ich wieder nur den NLP-Satz sagen, Energie folgt der Aufmerksamkeit. Manch einer hätte gedacht, dass das das schlimmste Jahr meines Lebens wird. Mein geliebter Partner hat mich verlassen, mit dem war ich 6 Jahre zusammen, ich habe den wahnsinnig geliebt. Keiner hätte gedacht, dass ich so darunter leide, war aber so. Und dann habe ich, wie gesagt, mit mir angefangen zu arbeiten, mit dem Pole Dance, habe einen Therapeuten, habe dich gefunden. Und dann habe ich das auch immer mal so, wenn ich ein bisschen Bock hatte, abends auf Insta gestellt, was dann gleichzeitig zu Facebook rübergegangen ist, so ein paar kleine Übungen, die ich gemacht hatte in der Pole Dance Schule. Und eine Freundin rief an, die zufälligerweise auch Producerin ist bei Soko Leipzig und sagte mir schon Anfang des Jahres, Claudia, da müssen wir was schreiben für dich. Das ist ja ungewöhnlich dass, oder sehr außergewöhnlich, dass eine Frau in unserem hohen Alter an die Stange geht, dabei noch so eine gute Figur macht und so weiter und so fort. Und tatsächlich, im Oktober hielt ich das erste Mal in meinem Leben ein Drehbuch in der Hand, in dem es ausschließlich um diese Figur geht, die mir auf den Leib geschrieben wurde. Das erste Mal hat jemand was, haben die Mädels da, 2 oder 3 waren es, für mich was geschrieben. Ich habe es gelesen, ich habe die danach angerufen, habe geheult vor Freude und gesagt, so, es kann überhaupt nicht sein, da kann ich mich in meiner ganzen Bandbreite ausspielen. Ich kann verschiedene Sachen an der Stange zeigen, die könnte ich jetzt schon, warum muss ich mir gar keinen Lehrer nehmen. Dieses Jahr, was das Schrecklichste hätte meines Lebens werden können, nein, ich habe mich entschieden, ich wachse daran, ich lerne daran, ich werde noch stärker als vorher und es kommen lauter Geschenke, es kommen lauter Geschenke, das ist so unfassbar. Und ich werde jetzt im Januar und Februar nächsten Jahres werde ich die Drehtage haben und werde eine Pole-Dance-Lehrerin spielen, eine die gestalkt wird, mehr darf ich nicht verraten. Und ich freue mich jetzt schon wahnsinnig darauf. Bei der Soko Leipzig, ne? Soko Leipzig, genau. Und dann hast Prime Time. Ja, sensationell. Also nochmal Glückwunsch, Applaus von mir. Ganz toll, wirklich. Also das sind eben auch Früchte, die man... Ich habe neulich was ganz Tolles wieder gelesen, dass auch der stärkste Baum sozusagen aus einem kleinen, unschuldigen Samen gewachsen ist. Ne? Und das, also du bist der schönste Baum, der gewachsen ist. Hier also das ist ja auch natürlich für mich schön zu sehen als Hilfsgärtner. Und du hast kurz erwähnt, Pole Dance Schule, also dein Seminar Good Vibes, findet ja dann hier bei dir zu Hause statt, im Garten oder da an dieser Pole Dance Schule. Sag doch nochmal, was da
wo das stattfindet? Das waren erst Überlegungen und dann konnte ich auch an dir lernen, dass das auch ungeeignet ist. Wenn es nicht unbedingt sein muss, dann nicht zu Hause. Es soll schon eine Trennung geben zwischen Privatleben und Beruflichem, soweit das möglich ist, sowas, ne? Und dann bin ich, und das ist auch so eine schöne Sache, die ich bei dir gelernt habe, das ist dieses 80-20-Prinzip. Ich war ja früher so, also wenn mir früher jemand gesagt hätte, dass ich jetzt mal losgehe und die Chefin vom Pole-Dance-Studio treffe, die 25 ist und mit 25 schon ihr viertes Pole-Dance-Studio hat, und ich gehe zu der mit einem unausgereiften Produkt und sage, sag mal, könnte ich mal, da hätte ich mir ja selber einen Vogel gezeigt. Und du hast mir immer beigebracht oder hast mich noch mal sehr bestätigt in dem, was ich ja selbst eigentlich schon weiß, so dieses, es muss noch nicht fertig sein. Du bist auf einem guten Weg, du hast die Eckpfeiler, geh doch jetzt mal hin und begib dich auf den Weg und tausch dich da schon mal aus. Wie sieht das aus? Könnte man da? Sollte man da? Sollte man sich woanders? Hast du vielleicht noch eine andere Idee für mich und so weiter? Und dann bin ich mit meinem Gedankengut, ich weiß, dass das Business da zur Hälfte schon so fertig war. Ich hätte mir früher nie getraut, so unfertig loszugehen. Ich bin losgegangen, ganz ruhig in mir, habe die getroffen für eine halbe Stunde und habe es mit der genauso beschrieben: Du, es ist noch nie fertig, aber so und so sieht's aus, das und das bräuchte ich. Hättest du Interesse, könnten wir da zusammenkommen, denn ich möchte das gerne in den Räumen deiner Pole-Dance-Schule machen. Und die hat mich angeguckt und gesagt: Ich vertraue dir. Also auch sowas. Ich kenne dich jetzt seit einem halben Jahr aus dem Kurs und ich vertraue dir. Das und das gilt es zu beachten. Das und das, da können wir einen Kompromiss finden. Da nicht. Melde dich, wenn du soweit bist. Ich bin für dich da. Ich feiere deine Idee. Oh, da könnte ich heulen schon wieder, wenn ich daran denke. Weil natürlich bewegt sich dann das andere weiter, ne? Also das Business hat sich dann auch dadurch, dass es schon so eine konkrete Zusage gab, die jetzt auch noch mal wieder aufgefrischt wurde, noch mal weiter bewegen können, weil das sind ja viele Kleinigkeiten, die da auch noch bedacht werden müssen. Es ist alles miteinander gewachsen. Wunderbar. Ja, und also für mich ist es eben sehr schön zu sehen von außen und dir das nochmal zu spiegeln, auch diese Situation, dass es ja eben extrem wichtig ist, weil jede Reaktion hängt ja von einer Aktion ab und wir brauchen jemanden, mit dem wir in Resonanz gehen, mit dem wir sozusagen eine Aktion sagen, wenn wir in Aktion kommen, dann kriegen wir auch eine konkrete Reaktion, mit der wir umgehen können. Also es kann ja auch mal eine negative Reaktion sein und es hätte ja auch eine Absage kommen können von dieser Schule, dann hätte man wieder eine Erfahrung gemacht dort. Was waren denn die Probleme? Passt es zeitlich nicht? Passt es vom Thema her nicht oder von der Anzahl, je nachdem, weil eben alles konkret ist, dann schon in deinem Seminar ist man natürlich, geht man mit ganz anderem Standing hin und kann ganz anders kommunizieren, auch aus heutiger Perspektive, ne? Und kann sagen, wir machen erstmal diese Situation und dann kommt das und das sind ich möchte das Seminar gern so und so gestalten. Ist das okay für dich? Und nicht irgendwie, dass man sozusagen selber so schwimmt und dahin schwimmt und dann wieder wegschwimmt, so und am Ende eigentlich gar nichts erreicht, gar keine Informationen hat, nichts gelernt hat und letzten Endes wieder in der Prokrastination landet und so. Was für mich nochmal, jetzt, wo wir nochmal diesen großen Bogen gemacht haben, nochmal fast die letzte Frage ist, oder wir schon so langsam den Ausgang finden hier. Vielleicht haben Sie Zuhörer und Zuschauer schon gemerkt, aber ich will trotzdem nochmal auf den Punkt kommen. Also für mich ist das so faszinierend. Ich war mein Leben lang so als Regisseur. Ich war mal mit einer Regisseurin zusammen. Habe ich mal ein Pärchen gebildet in Dresden und die hat sich immer ihre Stücke gesucht sozusagen. Also die hat ist immer darauf zugegangen und hat eben ihre Stoffe, Dostojewski und wofür sie sich eben interessiert hat. Und hier ist es ja sehr stark sozusagen aus dir herausgewachsen geradezu. Und wie fühlt sich das an? Weil ich glaube, das schönste Learning oder das wichtigste Learning für mich als Mentor und das zu beobachten an dir ist eben, dass die Sache, so wie es gedacht ist, dass sie eben aus dir herauswächst und nicht, dass du rumrennst und im Außen guckst sozusagen, was könnte ich denn machen, so, ne? Weil ja auch viele Projekte daran scheitern, natürlich, dass man gar nicht an den Punkt kommt, wo Dinge aus einem wachsen können und dann einem auch das Wissen fehlt, zu sagen, diese andere Perspektive wiederum, für wen mache ich das eigentlich? Weil wenn wir über Business reden, reden wir natürlich schon darüber, dass Dinge wir machen wollen, die uns erfüllen und die uns in einer gewissen Weise glücklich machen und die uns auch unser Leben gestalten lassen.
Ne, aber es ist natürlich ganz wichtig zu sehen, dass wir auch den Perspektivwechsel machen und eben uns fragen, für wen machen wir das eigentlich und wem kann ich unterstützen mit meiner Dienstleistung. Du kennst mein Bild, habe ich ja schon in unseren Zusammenkünften immer gebracht. Also jeder steht irgendwo in seinem Leben an der Brücke und braucht jemanden, der ihm da rüber hilft sozusagen. Und dann ist man selber derjenige, wird selber zum Guide, ne, und hat einen Plan, wie man jetzt über die Brücke kommt. Sag doch da noch mal was dazu mit, wie empfindest du das aus heutiger Perspektive? War das für dich so ein, ja, auch so ein Prozess, den du dann, also der dir immer bewusster geworden ist und gesagt hast, ja, das feiere ich jetzt so? Also da fällt mir nur ein, ich bin, I'm very proud of me. Meine Kinder würden feiern. Ich bin wirklich wahnsinnig stolz auf mich. Ich weiß einfach von jeder kleinen Silbe, die da auf der Website zum Beispiel steht, was da drinne steckt, wovon ich rede. Ich weiß auch, dass das weitergeht. Das ist jetzt ein Angebot, dieses 5-Tage-Seminar, was sich mit der Trennung speziell beschäftigt, mit den 5 Phasen der Trauer. Und es wird aber auch weitergehen. In meinem Kopf sind schon so viele andere Gedanken dazu da, inwieweit man das ausbauen könnte. Und ich habe jetzt einfach den Anfang gemacht, sozusagen. Und ich fühle mich so komplett auf dem richtigen Weg. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich da jetzt blauäugig irgendwo reinrase. Denn diese Sachen kommen tatsächlich von der Seite, aus Sorge jetzt von meinen besten Freunden zum Beispiel. Na, denkst du denn hoffentlich und willst es so nischig lassen und so? Und ich sage, ich vertraue, das müssen wir so, weil dann aus den und den Gründen, ne, also auch um sich selber dann immer noch mal zu hinterfragen, bin ich da auf einem guten Punkt. Ich weiß auch, dass natürlich kommt es, geht es jetzt erstmal, es hört ja nie auf. Ne? Jetzt habe ich die Website, jetzt habe ich meine Nische, ne, und nu. Nein, das ist der Beginn des Ganzen, das ist mir klar. Und es wird mir immer klarer, die Arbeit hört nicht auf. Aber jetzt habe ich die richtigen Eckpunkte. Ne? Also die hätte ich vorher auch nicht, also ohne dich hätte ich die gar nicht gewusst. Viertel vom Ganzen, nee, ein Drittel vom Ganzen ist Vorarbeit, die Präsenz ist ein Drittel und die Nacharbeit ist ein Drittel. Man muss auch auf sich achten, wie geht das im Nachgang und so weiter und so fort. Dieses Ganze, es ist eine Arbeit, die bleibt die ganze Zeit. Und was ich jetzt, wenn ich heute drauf gucke, ne, wir stehen kurz vor Weihnachten in meinem Gefühl, es ist noch ein bisschen hin, aber gut. Mir ist schon recht weihnachtlich, weil das ist für mich das größte Geschenk, was ich mir. Ach, ich bin so ein Dresdner, ich könnte schon wieder heulen. Furchtbar. Das größte Geschenk, was ich mir selber mache, Ja. Naja, weißt, ist also einfach, dass ich einer weiß, muss es ja ich machen. komme Einer dann muss es ja nächstes. machen. Ja, wirklich. Einer muss es ja machen. Ich komme dann nächstes Jahr raus und ich freue mir jetzt schon den Arsch ab darauf. Ich weiß auch, dass ich dann richtig Schiss nochmal kriege, wenn ich das alles richtig gut mache und so weiter und so fort. Ich weiß aber auch wirklich, dass ich es kann, dass ich es gut vorbereitet habe, dass ich immer weiter wachsen werde daran und ich freue mich darauf. Und ich habe schon so viel Arbeit nächstes Jahr. Das hatte ich die ganzen letzten 3 Jahre nicht mehr. Was jetzt schon klar ist, ne? Was kommt bis Ende April, ist alles dicht. Ich muss gucken, dass ich da noch Sozialhygiene mit mir selber betreiben kann, damit ich nicht selber dann irgendwie so rumhänge, ne? Für meine Kunden. Und was natürlich ganz, ganz wichtig ist, ist einfach, wenn der Kunde dann zufrieden ist, das ist ja, das spiegelt ja mich wieder, ne? Also wenn ich den Mädels dann helfe, wieder mit sich selber im Leben zu stehen und was jetzt mein Business anbelangt, wieder lieben zu können, das Gefühl zu haben, wieder lieben zu, so wie ich es jetzt habe, ne? Dann ist das stelle ich mir jetzt schon so richtig schön vor. Ja, was ich, schön, dass du nochmal diesen Bogen nochmal gespannt hast ins neue Jahr rein. Wir haben ja jetzt gerade mal Anfang November und die Aussicht bis April zu wissen, womit man beschäftigt ist und was man Ist macht das und geil? sozusagen selber ja daran den wesentlichsten Anteil zu haben. Und das finde ich wirklich toll, dass eben das bis dahin aufgeht, das Konzept, dass man das eine machen kann, ohne das andere zu lassen. Ne? Also es ging ja nicht, von Anfang an ging es ja nicht darum, zu sagen, du hörst jetzt komplett auf, Schauspielerin zu sein, sondern wir entwickeln etwas, also du entwickelst etwas, was dich sozusagen, was du selbstbestimmt machen kannst, was du unabhängig von deinem Beruf, wo du ja darauf angewiesen bist, dass jemand sozusagen sagt, ja, wir möchten Claudia Schmutzler haben zum Dreh in der Rolle.
Und wie die Dinge sich miteinander sozusagen so ja in Balance gebracht haben, das ist halt das eigentlich der ideale Zustand für jemanden in deiner Situation, mit der Ausgangssituation. Wenn ich mir angucke, wie das ja, verzeih mir den Ausdruck, so ein bisschen schon so ein kleines Häufchen, so ein mittleres Häufchen Elend sozusagen im Garten, zwar mit deinem Lebensmut und so, aber praktisch ohne Plan da rumstehst. Und jetzt sind wir ein halbes Jahr später und gucken wirklich in eine tolle Zukunft hinein, die schon ins neue Jahr hineinreicht. Also da bist du ja schon in einer wahnsinnskomfortablen Situation. Da träumen andere von. Ja, mit Also zwei glaube Berufen, da ne? wirklich, Also ja, so, Hut, dass es so so noch ist mal es. ganz klar ist, Ja, Schauspiel Hut und ab. Coach. Ja, Hut ab und herzlichen Glückwunsch. Das ist ja wirklich eine tolle Leistung, die du da vollbracht hast. Genau. Dann würde ich mal knallhart schon fast zur Abschlussfrage kommen. Auf der Skala von 1 bis 10, wie sehr würdest du unsere Zusammenarbeit weiterempfehlen, sozusagen? 1 ist gar nicht, 10 ist ja auf jeden Fall. Passt schon. Du kannst eine Zahl sagen und natürlich auch noch Sätze, wenn du möchtest. Was wäre deine Einschätzung? Weiterempfehlung? Wie viele Sterne würdest du unserer Zusammenarbeit geben? Ganz, ganz klar, 5 Points. Auf einer Skala von 0 bis 10 auf jeden Fall mindestens die 798.000. Mindestens eine Schauspieler 12, sage neigen ich. mindestens Ja. neigen zur Übertreibung, um das zu verdeutlichen. Und ich wünsche mir für das nächste Jahr, dass ich so viel Geld auch mit meinem Business verdiene, denn natürlich gehört das dazu. Es ist natürlich auch ein großer Treiber. Wir alle müssen unsere Miete bezahlen. Ich möchte gerne weiter nächstes Jahr meine Therapie machen können und ich möchte mir eine Jahresbetreuung kaufen bei Volker Metzler, mit dem ich jetzt schon ein wunderbares halbes Jahr zusammenarbeiten durfte. Wenn ich mir vorstelle, dass ich das nächstes Jahr nie habe, das fände ich nicht so gut. Deswegen, Leute, drückt mir die Daumen und schickt mir die Mädels vorbei, die leiden, denen ich helfen kann. Denn auch ich möchte, ja, nie bloß, dass ich denen helfen kann, sondern ich möchte auch ein bisschen was noch haben für mich und möchte mir eine Jahresbetreuung kaufen. Also es sagt vielleicht alles, das meine ich ganz ernst, das weißt Genau. du auch, Volker. Möchtest du noch was ergänzen? Möchtest du noch eine Botschaft senden an die Welt, vielleicht an Leute, die jetzt noch grübeln? Wir haben ja vor dem Gespräch uns natürlich kurz ausgetauscht und da habe ich ja das Beispiel gebracht mit dem, man kauft erstmal Luft sozusagen, wenn man sich einen Berater, wenn man sich entscheiden soll, mache ich eine Zusammenarbeit mit einem Berater, mit einem Coach, mit einem Mentor, wie auch immer man, das hat jeder seinen Ausdruck dafür, suche ich mir Unterstützung, gebe ich Geld dafür aus, ja, weil. Ja klar, wenn ich eine Cola will und einen Euro habe, kriege ich eine Cola. Aber so ein Coaching ist ja erstmal sozusagen relativ abstrakt. So, die Transformation findet ja dann erst statt. Das, was wir beide sind ja große Fans von dem Spruch, jeder möchte etwas sein, aber niemand möchte etwas werden. Und ich habe eben hier wirklich eine Wahnsinnswerdung ja tatsächlich hautnah miterleben können. Ja, was ist da deine Botschaft an die Zweiflerinnen und Zweifler vielleicht. Also du hast das ja vorhin ganz schön gesagt mit der Luft, ne? Und da muss ich gleich an diese Metapher denken. Man kann den Wind nicht drehen, aber die Segel neu setzen. Und das betrifft ja alles in unserem Leben. Du kannst nichts im Außen verändern. Also es ist ja, wie es ist. Ne? Also der Wind weht, die Sonne geht auf, die Sonne geht unter. Da kannst du jetzt meckern, wie du willst, aber du kannst gucken, na, wie ist meine Haltung dazu? Also wenn jetzt der Schnee fällt, kann ich mir auch entscheiden, gehe ich jetzt pennen oder ziehe ich mir eine dicke Jacke an und mach die Zunge raus und lass die Schneeflocken auf der Zunge zergehen. Und wenn du das Bedürfnis hast, den Schnee zu schmecken, dann musst du natürlich den Preis zahlen und du darfst ihn zahlen und sei mal dankbar einfach, dass es so eine Leute gibt, die so eine Transformation anbieten. Ich habe dich jetzt schon empfohlen hier in diesem Podcast. Ich empfehle dich auch immer, wenn ich von anderen was höre, dass sie stagnieren. Ich kann nur sagen, das Geld, was ich in die Hand genommen habe, ist jeden Cent wert gewesen. Da geht es mir genauso, wie es dir ging, auch mit deinem Coaching. Natürlich muss man dann auch was dafür machen. In meinem Falle wollte ich auch was dafür machen. Der Muskel muss reißen, um mal im Bild zu bleiben. Es Ne? Der ist, Muskel muss ja, reißen, damit es wächst. Ja, ja. es ist halt Ja, genau. so. Es ist wie Ja. mit dieser kleinen Pflanze. Wenn du dich einmal entschieden hast, das zu machen, der Zweifler selber muss in sich reingucken, ob er das jetzt möchte oder nicht. Ich kann nur sagen,
ich feiere mich wieder selber und das hätte ich nie gedacht vor einem Jahr, dass es mir mal jetzt so geht und zwar mit den Dingen, über die ich selbst bestimmt habe, die ich mir selbst gegönnt habe und bei denen ich selber mitgemacht habe. Ja, schön. Schönes Schlusswort, Claudia. Vielen Dank für deine Zeit. Nochmal für alle Zuschauerinnen vor allem und Zuschauer oder Zuhörerinnen und Zuhörer. Claudia Schmutzer, nächstes Jahr im Fernsehen auf jeden Fall zu erleben, an der Pole-Dance-Stange bei der Soko Wismar und dann Superwoman.Berlin, das ist ihr neues Business. Superwoman.Berlin, genau. Für gebrochene Herzinnen in erster Linie, die wieder sich spüren wollen, die wieder die Kraft haben wollen, lieben zu können, geliebt zu werden. Ich verlinke es euch dann nochmal unten im Video, in den Beschreibungen. Ja, Claudia, vielen Dank und alles Gute. Schöne Weihnachten. Dir auch, mein Ja, Volker. okay, Lass ciao, ciao, ciao. krachen. Ja, ciao, 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 ciao. Tschüss.